Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Fred, unter dem Motto Land in Sicht. Ist denn jetzt bald mal endlich Land in Sicht bei Update? Das ist natürlich die große Frage, die nicht nur ich mir stelle, die ihr euch natürlich auch stellt. Ich wollte eigentlich einen Leak rauskloppen heute, beziehungsweise über einen vermeintlichen Leak reden, aber ich dachte mir so, nein, das machen wir jetzt heute mal nicht. Wir haben genug Leaks gehabt zuletzt und das Update ist ja, glaube ich, wirklich auf der Zielgeraden. Es kann ja wirklich nicht mehr lange dauern. Deswegen habe ich mir gedacht, nö, das machen wir jetzt heute mal nicht. Was habe ich in der Klamok? Okay, ich habe in der Klamok Riesen. Warum greife ich diese Base an? Das hat natürlich einen ganz speziellen Grund. Ich möchte natürlich hier dran an das dunkle Elixier. Ob wir das schaffen oder nicht, das wird sich jetzt gleich zeigen. Okay, jetzt schon mal nichts da drin. Ansonsten würde ich fast schon sorgen. Wir gehen jetzt mal dahin. Versuchen das jetzt einfach mal mit den Mauerbrechern. Ich habe meinen König leider nicht. Mein König ist am Pennen, das ist ein bisschen schlecht. Der hat seinen verdienten Schlaf. Sagen wir es doch ruhig, wie es ist. Der König hat seinen verdienten Schlaf. So, Moment, bevor die jetzt runterploppen, mal eben schnell meine Riesen unverwundbar machen. Ich habe noch 74 Bogenschützen, das muss doch reichen. Wir setzen sie jetzt mal so ein bisschen verteilt und sonst müsste das laufen. Die Base ist richtig crazy. Der hat seinen Rathaus draußen und die Adler darf auch nicht ganz da, wo man sie eigentlich haben sollte. Von daher müssten wir eigentlich generell ganz gut in die Mitte kommen. Ich möchte ja nur das Dunkle eben mitnehmen. Mehr möchte ich doch gar nicht. Und ich blende euch mal den Loot, den Clash of Clans Forecaster mal ein, damit wir mal sehen, wie denn aktuell der Loot aussieht. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. 7,3 sagt mir der Index. Das ist ja mehr als erfreulich. Jetzt haben wir auch eigentlich alles schon. Die Königin hat ein bisschen was abgekriegt. Ich würde auch sagen, ist ja noch irgendwo was? Wo ist denn der andere noch? Hat der irgendwo noch einen Bohrer? Bin ich blind? Hä? Ich habe keine Ahnung. Aber wir geben jetzt mal besser auf. 3600, das ist auf jeden Fall okay. Plus noch 200 Bonus obendrauf. Ich habe mir gedacht, weiß ich nicht, bevor die Königin jetzt noch irgendwie mehr Schaden nimmt. Loot Grind is real. Mit ein paar Eichhörnchen auf jeden Fall. Also ich habe gestern Loot gefunden, das war unglaublich. Generell in Kristall. Ich bin ja jetzt in Kristall 2. Es geht ab. Wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen diskutieren, wann denn das Update kommen könnte, wann vielleicht auch nicht. Da habe ich ein ganz interessantes Bild gefunden. Oh, das muss ich erstmal raussuchen. Ich weiß gar nicht, wo ich das gespeichert habe. Moment, das muss ich jetzt mal ganz kurz eben suchen. Eine Sekunde. Ah, hier. Da ist nämlich noch eine Update-Vorhersage von jemandem. Und der sagt, auf diesem Bild sind ja diese Gewichte zu sehen mit 10, 2 und 5. Und noch eine 1 auf dem Gewicht, was der Riese da in der Hand hält. Und er sagt, wir haben 10, 2, 5 und 1. 5 ist der Mai, 2 mal 10 ist 20 und dann noch die 1, die der Typ in der Hand hält, sind dann angeblich, ja, soll dann angeblich sagen, dass am 21. Mai das Update kommt. Würde ich allerdings eher als unwahrscheinlich betrachten, weil ja am 21., das ist ein Sonntag. Und am Sonntag, glaube ich, ist unwahrscheinlich, also frühestens, denke ich mal, am Montag. Und das wäre ja dann noch, da wäre ja Land in Sicht. Ich würde aber sagen, wir machen einen kurzen Cut, ich werde euch mal eben noch einen coolen Angriff zeigen und dann werden wir selber noch ein bisschen farmen, denn wir müssen die Lager voll machen fürs Update. Wir müssen die Lager voll machen, Leute. So, diese Base habe ich gestern noch gefunden, also eine richtig coole Base. Also lasst uns das doch mal ein bisschen rekapitulieren, wo wir denn gerade sind. Ich habe irgendwie, glaube ich, von Samoritos gelesen, bei Discord die Entwickler arbeiten jetzt irgendwie noch weiter dran an dem Update oder sowas. Irgendwie als wäre es schon in der finalen Phase oder sowas. Irgend sowas. Also, das Update ist in der finalen Phase. In dem Post von gestern, wo die neuen Level ja verkündet wurden, stand ja auch pretty soon, also sehr, sehr bald. Und das war gestern, stand 18.05. Und das würde in meinen Augen schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass es definitiv nächste Woche kommen wird, das Update. Es ist ja auch noch ein Captain's Log offen, Captain's Log Nummer 5. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der heute kommt, Freitag oder vielleicht auch morgen, am Samstag. Und dann ist die Frage, kommt danach vielleicht noch irgendwie dieses Video mit den YouTubern auf dem Boot, was ja auch schon einige mal angedeutet hatten, und danach das Update. Also sagen wir mal, heute kommt der Captain's Log, dann würde ja vielleicht morgen und übermorgen oder Montag vielleicht die letzte Folge kommen, ich weiß es nicht. Würde auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass das Update auf jeden Fall nächste Woche dann kommt, was natürlich sehr cool wäre. Ist dann schon Montag ist der 22. und ja, wäre ja dann noch zumindest in der Vorhersage gewesen, dass es, sie haben ja gesagt, es kommt im Mai und das wäre ja dann auf jeden Fall noch der Fall gewesen. Aber wir müssen uns ein bisschen gedulden, aber es ist auf der Zielgeraden, Leute. Es ist auf der Zielgeraden und es wird nicht mehr lange dauern. Es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern und dann werden wir viel Spaß haben mit dem Update. Dann wird es auf jeden Fall cool. Dann wird es auf jeden Fall richtig cool. Werden wir jetzt hier nochmal einen Angriff sehen auf Quatzwuk. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, habt ihr denn schon eure Lager gefüllt oder habt ihr sie noch nicht gefüllt? Seid ihr schon dabei, sie zu füllen? Ich, wie gesagt, werde sie jetzt auf jeden Fall voll machen. Bis hinten gegen 8 Millionen, ach nicht 8, 10. 10 Millionen in beide. Plus dann noch die Clanburg, also die Schatzkammer werde ich auch noch füllen. Und dann werde ich die Minen und Sammler noch boosten. Ich glaube, 48 Stunden kannst du die, glaube ich. Ich glaube, du kannst die 48 Stunden mit Boost durchlaufen lassen, bevor sie richtig voll sind. Das Problem ist nur, wenn das Update ja tatsächlich frühestens am 22. kommt, dann kann ich das ja jetzt noch nicht machen. Wir werden eben ganz kurz noch die Helden boosten. Dann, Leute, suche ich noch einen Gegner raus. Wir haben leider keinen. Ah, ich habe jetzt wieder in einer Stunde den nächsten Bonus. Was habe ich denn hier drin? 380.000 nur. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Dunkles habe ich, wie gesagt, aktuell ja gar nicht. Ich habe den König gemacht und dann würde ich sagen, Leute, kurzer Cut, bis gleich. So, Leute, wir haben ein bisschen gesucht, ne? Und dann haben wir gesehen, der Loot-Index ist ja immer noch auf 7,3. Wir haben noch einen Inaktiven gefunden. Ich habe 18 Riesen plus. Oh, noch Riesen in der Clanburg. Nicht unbedingt die beste Ausgangsposition fürs Farmen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir werden nämlich jetzt noch ein paar von unseren Barbaren ein bisschen außen rumziehen, ein paar von den Bogenschützen hinterher. Und ja, die Frage ist natürlich auch noch, wenn man sich natürlich statt Update oder beziehungsweise die Captain's Logs dann vor Augen führt, wann sieht denn der Hawkrider endlich mal Land? Also wirklich, ja, wann ist denn Land in Sicht? Das kann ja eigentlich jetzt nur noch beim fünften Captain's Log, kann es ja eigentlich nur noch der Fall sein, dass der Hawkrider dann endlich mal Land sieht und endlich mal sagt, ja, hier ist was. Und vor allem dann die Frage, was für Land wird es denn sein? Viele spekulieren über ja darauf, dass es eine Insel ist, dass sie sagen, der Hawkrider findet eine Insel, ist es Festland vielleicht, ist es eine Insel, ist es sonst irgendwas, keine Ahnung, da ist eure Kreativität natürlich schon fast grenzenlos und ich hab einen Skelettzauber, warum habe ich einen Skelettzauber, habe ich den selber, nee, habe ich nicht selber ausgebildet, den habe ich bekommen. Das Problem ist jetzt, das eigentliche, was ich haben will, das dunkle Elixier, ist einfach mal meilenweit weg, wobei, nee, so weit gar nicht. Die haben sich zumindest schon mal ein bisschen von dem Bohrer geschnappt. 1700. Da ist noch ein Bohrer und da ist noch ein Bohrer. Mit etwas Glück holt er sich. Nein, nicht mehr so viel. Dann holen wir uns jetzt noch diesen Bohrer. Und was noch ganz wichtig ist, wir holen uns nicht nur den Bohrer. Hoffentlich auch noch die 50%, aber die Königin wird leiden. Die Königin muss jetzt richtig leiden, leider. 48, komm. 49. 49, 50. Jawohl, 50%, sehr schön. Nochmal schöner Loot. 6,3 Millionen haben wir schon. Also da bin ich auf jeden Fall kurz vorm Abschluss, dass wir die Lager auf jeden Fall ganz gut gefüllt kriegen. Ja, Elixier ist noch ein bisschen. Elixier muss ich noch ein bisschen nachholen. Da ist immer so bei mir, dass das Gold irgendwie dann natürlich schneller voll ist als das Elixier, weil du ja Elixier immer ausgeben musst für deine Truppen. Jetzt haben wir noch was. Nummer 5 im Clankrieg gegen Nummer 11. Was macht der? Bowler. Ich sehe keinen Golem. Er läuft durch. Was macht er? 33er Königin, 30er König, 9er Warden. Valks hinterher, Valkyren, aber das Rathaus ist jetzt auch so schon ganz gut mitgenommen. Durch halt den Schaden, den die Bowler weitermachen und es ist down. Die ersten beiden Sterne hat er, jetzt hat er den Warden gezündet. Das sieht nach einem sehr, sehr soliden Angriff aus. Das könnte ein sehr solider Angriff, aber ich meine, als 5 gegen 11 musst du auch 3 Sterne holen. Denn er ist jetzt ein 11er, er greift einen 10er an, er muss 3 Sterne holen. Da führt jetzt auf jeden Fall kein Weg dran vorbei. Er, meine Freunde, muss jetzt definitiv 3 Sterne holen, holt er nicht, das kann man jetzt schon mal sagen. Wobei, nein, ich habe mich mal wieder zu früh entschieden. Denn ich glaube, dieser eine Lakai könnte noch einen Unterschied ausmachen. Denn er kann jetzt zu einem das Lager sich noch schnappen, zum anderen kann er sich gleich die Kanone auch noch schnappen. Und dann ist auf jeden Fall die Chance da. Wenn er sich die Kanone auch noch schnappt, dann... Ja, jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, er wird... Wobei? Da vorne ist noch was, es ist halt jetzt wirklich eine Frage der Zeit. Oh, der Lakai ist down, sehr schön. Oh, wir müssen jetzt hoffen, dass der Tom Tata halbwegs verteidigt. So, Valkyrie 1 down. Valkyrie 2 ist down, aber er hat noch die 33er Königin. Okay, er kann sie noch zünden. Jetzt muss er sie zünden. Instant, ja, jetzt muss er sie zünden. Jetzt 52 an. Oh, jetzt muss er laufen. Jetzt laufen sie daher. Vielleicht ist irgendwo noch eine Falle oder sowas, dass sie da reinlaufen. Aber ich glaube nicht, da sind die ja eben schon hergelaufen. Oh, das ist noch ein Minenwerfer. Alter, das ist ja noch ein Minenwerfer. Geil. 40 Sekunden, 39. Also wird reichen. Leider wird es reichen. Es ist knapp gewesen, aber im Endeffekt reicht es dann doch, auch wenn jetzt noch die Bogenschützen kriegen nicht mal mehr was ab. Ich denke mal, wird es über 25 wird es noch, ja. Über 25 noch. 3 Sterne, wie sieht's denn jetzt aus? Ich bin ja leider nicht dabei. Wie sieht's denn jetzt aus im Clankrieg? 40 zu 38, wenn jetzt mal die Einblendung gleich mal weg ist. Okay, oben haben sie sogar einmal gefailt gegen den, okay, Speerangriff.
Na gut, dann wird's auf jeden Fall noch mal knapp. Dann wird's noch mal ein richtig spannender Klangkrieg. Ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns um 17 Uhr wieder. Macht's gut, einen schönen Tag noch. Tschüss.